Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 6. Februar. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Seit 3 Tagen haben wir kein Videotagebuch geführt, weil Freitag waren die Arbeitsmarktzahlen, Donnerstag war EZB-Sitzung, Mittwoch war die FED-Sitzung. An den 3 Tagen handeln wir ausschließlich auf Demo und starten heute wieder am Montag, den 6.2.2023, wieder in das Geschehen ein und fangen an mit der Box natürlich. Und wir sehen 15.3, 15.4. Wir hängen dort genau in der Mitte. Ich konzentriere mich mal auf die 15.4, weil wir das Gap Closing dort vor der Brust haben. Gap bedeutet hier oben die Kurslücke von Freitagabend. Und wir sehen, wir müssen hier ein wenig Einstellung, also 0,02. So, Vorbereitung ist 15.407 Long, 15.392 Short. Ansonsten wäre die 15.3 die nächste Big Number. Wo kommt die Vola-Box rein? Das wollen wir natürlich auch wissen. Die Vola-Box wird reinkommen bei 15.351 und das ist genau mehr oder weniger 8 Punkte entfernt von dem aktuellen Niveau. Das heißt durchaus denkbar, dass das die erste Box, wenn der Markt so bleibt, um 9 Uhr sein wird. Denn die Vola-Boxen werden um 9 Uhr erst gehandelt. Blue-Boxen gibt es auch noch nicht. Und sofern 8.33 Uhr. Wir warten auf das Setup. Vola-Box-Trade werden 17, 12 Sekunden noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3 und los geht's. 51, auch hier. 51 Long, 36 Short, das wäre hier die Vola-Box oder wir haben die Klammer oben bei 15.407 und 15.392. Einem Einstieg, 15.351 ist der Einstieg. $23.95 gibt es eine Blue Box hier, die noch orange ist. Alexander, Grüße. Es ist 9.08 Uhr und wir sehen oben einen Ausbruch. Die blaue Box da rechts, da bin ich gar nicht reingekommen. Schauen, dass wir jetzt den nächsten Trade ist ein Big Number Trade. Falle hat noch nicht zugeschnappt. So, 15.392. Kurs muss da mindestens rein. 1,5 Punkte reinlaufen. Wenn er zurückkommt in die Blue Box. Okay. Jetzt sind wir short im ersten Trade. Und ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Zielmarke dann 15.450 respektive. Wir haben das Gap, das direkt beim Daily Pivot liegt. Und wir müssen also da auch rüber laufen. Also Gap von vom Freitag direkt beim Daily Pivot. Es ist Montag, 6. Februar. So, es ist 9.15 Uhr. Wir sind immer noch im ersten Trade Short.
So, nochmal Update 9.19 Uhr. Wir sehen, es ist immer noch recht ruhig. So, nochmal der Versuch. Punkt noch. Und raus. Das war der Eröffnungstrade im ersten Anlauf in den Gewinn gelaufen. Wir treten jetzt die zweite Runde noch einmal. Ich verabschiede mich für unser Videotagebuch. Trade ist in den Gewinn gelaufen, nur fürs Protokoll. Bis morgen.